Ja, heute ist Nils Liesegang bei uns. Herzlich willkommen, Liese, hier bei Löwen TV. Ja, wieder ein erfolgreiches Wochenende für euch. Ihr habt in Essen und Neuss gewonnen. Ja, dein Fazit? 6 Punkte. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, Tabellenführer seid ihr, also auch habt ihr euch ja ein bisschen abgesetzt jetzt vom Rest. Komfortable Situation für euch oder gibt es noch was aus deiner Sicht zu verbessern? Wer kann nicht besser werden bei uns hier, Matthias? Liese, letzte Saison warst du der absolute Topscorer und bist auch aktuell punktbester Löwenspieler. Hast du damit gerechnet, dass du auch diese Saison wieder so reichlich punkten wirst? Nein. Wenn man sich eure Reihe mit dir, dem Stenner und Clark anschaut, dann fällt auf, dass der Chris die meisten Tore schießt und Clark und du eher die Vorbereiter bist. Ist es so euer Erfolgsrezept, wenn ihr jetzt da zusammenspielt? Ja, Chris macht die Tore halt, ne? Der steht halt immer da, macht die Dinger rein. Ich kann sowieso keine Tore schießen, deswegen spiele ich lieber ab und das war's dann. Wieso kannst du keine Tore schießen? Hast du auch schon ein paar? Ja, aber nicht so, ist nicht so mein Metier. Vor dem Spiel gegen Kassel gab es ja mal so ein kurzes Gerücht in Fankreisen, du würdest sofort nach Hamm wechseln. Kann man das zerstreuen? Du bist ja noch hier. Davon habe ich gar nichts mitbekommen. Also du bist ja hier, ne? Ich stehe hier gerade. Ich stehe auch noch bis zum Ende der Saison hier, glaube ich. Am Freitag ist es ein besonderer Gegner, vielleicht für dich. Das ist nämlich deine Heimatstadt Herne. Herne e.V. Kommt zu uns. Was kannst du A über den Herne e.V. sagen? Sie sind ja aufgestiegen. Wie schätzt du die Stärken von Herne ein? Habt ihr schon einmal gegen die gespielt? Und ist es für dich irgendwie auch was Besonderes, jetzt gegen die Heimatstadt zu spielen? Besonders nur, weil meine Eltern kommen und mein Sohn. Sonst nichts Besonderes. Herne ist für mich immer was Besonderes. Ich komme daher, bin da groß geworden. Die Mannschaft ist kompakt. Müssen konzentriert spielen, sonst wird das schwierig. Und mit Jakob Rumpel haben sie auch einen dabei, der letztes Jahr auch hier sehr erfolgreich gescored hat und dort ja auch mächtig Wirbel macht. Der Jakob ist ein guter Spieler, haben wir letztes Jahr alle gesehen. Ich habe gerne mit ihm zusammen gespielt. Schön. Und von dir wissen wir auch, dass Herne eine sehr sehenswerte Stadt ist seit Saisonbeginn. Also wollen wir nochmal allen empfehlen. Wir werden ja vielleicht in der Meisterrunde nochmal gegen Herne spielen. Im Moment kämpfen sie am Platz 6, dann alle nochmal nach Herne fahren, ne? Ja, wenn ihr wollt, kommt immer gerne nach Herne. Am Sonntag habt ihr spielfrei. Hast du schon Pläne für das freie Wochenende? Fährst du nach Hause oder was machst du? Ich fahre nach Hause. Schön. Sohn sehen, Familie sehen, essen. Und dich schon mal gedanklich auf die Derbys vorbereiten, die dann ja auch bald kommen. Ja, muss ich ja zwangsläufig. Alles klar, Liese. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag und vor allem wieder viele Punkte und einen Sieg am Freitag. Dankeschön, Herr Scholze. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.